Schönen guten Morgen, Freunde der Fünf-Sterne-Bücher. Ja, ich habe es geschafft, im vergangenen Monat, also im März, diese Bücher zu lesen und noch ein Hörbuch zu hören, nicht zu lesen. Und was soll ich sagen? Alles Fünf-Sterne-Bücher. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Als ich halt eben nochmal geguckt habe, ob ich was vergessen habe, ne, ob ich alle Bücher zusammengesammelt habe. Und da dachte ich so, was ist das denn? Beziehungsweise nicht ganz fünf, also doch fünf. Ich habe Der Junge muss an die frische Luft gelesen. So. Und dann habe ich halt, ich bin dann mal weg, gehört. Und ich bin dann mal weg. Hat mir ein bisschen besser gefallen, noch ein bisschen besser gefallen, als halt Der Junge muss an die frische Luft. Und da man ja bei Goodreads nicht irgendwie Viertelsterne, halbe Sterne oder so vergeben kann, ne, sondern halt nur ganze Sterne, habe ich Der Junge muss an die frische Luft mit 4 Sternen bewertet und halt Ich bin dann mal weg mit 5 Sternen. Aber es ist kein 4 Sterne, also es ist kein, also ich hätte gerne so fast 5 Sterne gegeben. Gehen wir mal aus, so immer von 10, ne? Dann hätte ich gerne 4,9 Sterne gegeben. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. So, ne? Um einfach nur den Unterschied darzustellen, dass halt eben mir, oder anders. Ich hätte gerne für, ich bin da mal weg, 5,1 Sterne gegeben und halt für Der Junge muss an die frische Luft 5 Sterne. So, ne? Einfach nur, um halt eben darzustellen, dass mir das Buch noch ein kleines bisschen besser gefallen hat, als Der Junge muss an die frische Luft. So. Aber im Grunde genommen sind das alles 5-Sterne-Bücher für mich. Ich war von allen begeistert. Ich hatte jede Menge, wenn ich jetzt sage Spaß beim Lesen, dann stimmt das nicht so ganz. Also das Lesen hat mir Freude bereitet, so. Bei dem ein oder anderen Buch konnte ich dann auch mal ein wenig grinsen und lachen. Aber es war halt auch überwiegend überwiegend Bücher, die mich halt sehr zum Nachdenken gebracht haben, sehr stark berührt haben, die mich einige Taschentücher gekostet haben, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir mal an mit den einzelnen Büchern. So, ich habe im März dann endlich in 72 Tagen um die Welt beendet. Dazu gibt es auch eine ausführliche Rezension und die ist wirklich, das war sehr ausführlich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin vielleicht möglicherweise, während ich das Buch besprochen habe, ein kleines bisschen dann ab und zu auch vom Thema abgekommen. Wobei, nein, ich bin eigentlich nicht vom Thema abgekommen, weil diese Themen sind alle in dem Buch drin. Denn in dem Buch geht es nicht nur um diese beiden Damen, Elizabeth Bisland und Nellie Bly. Andersrum. Elizabeth Bisland und das ist Nellie Bly. So, es geht nicht nur um diese beiden rasenden Reporterinnen, die sich, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, 1889 von New York auf die Reise gemacht haben, halt schneller als Phineas Fogg um die Welt zu reisen. So, ne? Also in 80 Tagen um die Welt, berühmtes Buch von Jules Verne, war damals in aller Munde und in jedem Kopf. Und Nellie Bly, sie, schlug dann halt ihrem Redakteur vor, immer schick mich doch einfach mal um die Welt und ich schaffe das schneller als 80 Tage. 75 Tage hatte sie sich halt eben vorgenommen dafür und es ging halt darum zu zeigen, das war halt eben auch nochmal so,
der Aufmacher der Story, zu zeigen, was mit der modernen, Technik alles möglich ist. Das heißt also mit dem Dampfschiff und mit der Lokomotive, also mit dem Zug. Was ist da alles möglich? Welche, ja, wie schnell kann man heutzutage, also damals, halt eben reisen und was hat uns da der Fortschritt halt eben an Möglichkeiten gebracht, schnellstmöglich um die Erde zu kommen. So. Und das war so der Aufmacher. Ne? Also Nellie Bly hatte eigentlich auch die Vorgabe, nur mit Verkehrsmitteln zu reisen, die allen ja, Touristen, allen Reisenden zur Verfügung stehen. Und halt eben nicht auf irgendwelche Privatschiffe zurückzugreifen und so weiter und so fort. So. Ja, wobei ich sagen muss, dass also, naja, sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass jede Privatperson dieselben Möglichkeiten hatte, wie jetzt zum Beispiel Nellie Bly, die halt wirklich die World, also die Zeitschrift, die Zeitung, Entschuldigung, hinter sich hatte. Ne? Also da kennt man ja dann halt eben auch mal die oder den einen und anderen und kann da so ein bisschen was deichseln. Ne? So. Nichtsdestotrotz war die Reise gefährlich. Und halt auch nicht wirklich so einfach zu ja, berechnen oder zu bestimmen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es damals sehr viele Zugunglücke gab. Es gab sehr viele, ja auch die, klar, die Reise übers Meer war halt eben einfach gefährlich. Und man konnte nie wissen, gerät das Schiff jetzt zum Beispiel in irgendein Unwetter, gibt es Stürme und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Punkte, auf die man keinen Einfluss hat, ist klar. Ne? Und halt eben damals noch, ich sag mal, heute sehe ich Verkehrsmittel ein wenig sicherer, ne? So als damals halt so. Jetzt läuft gerade Katze durch die Gegend. Was ist los? Was möchtest du? Hm? Da liegt noch ein, also wenn es jetzt hier knistert, ne, da liegt halt eben so Papier, weil Kim Hauske steht auf dieses Papier, versteckt sie sich drunter und so. Also wenn ihr es gleich knistern hört, dann ist das Kim Hauske, die, aber jetzt gerade, nee, nein. Sie sieht eher so aus, als wenn sie das aushecken würde. So, kommen wir aber zurück zu dem Buch. Ja, in dem Buch steckt also nicht nur die Geschichte oder die Geschichten von diesen beiden ungewöhnlichen Frauen, von diesen rasenden Reporterinnen, sondern hier steckt halt eben auch unglaublich viel unglaublich viele Informationen drin über die Zeit, über die Einstellung der Menschen, über die Technik, über den Fortschritt, der damals in sehr großen Schritten voranging. Wir bekommen dadurch, dass wir halt eben einmal Nelly und einmal Elizabeth folgen, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Das war sehr spannend und es war halt eben auch, nee, das muss ich anders formulieren, ich hatte das Gefühl, dass man dadurch auch einen runderen Blick bekommt oder halt eben eine Möglichkeit, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. So ist zum Beispiel Nelly, durch und durch überzeugte Amerikanerin, ne? So. Und die Engländer sind die Bösen und das ist überhaupt, und Amerika ist das Höchste der und hast du nicht gesehen. So. Und so betrachtet sie halt eben auch die Welt.
Warum sage ich das so komisch? Weil halt eben zu der Zeit England, das Empire, sich über die Welt erstreckte. Ne? So, also die waren im fernen und nahen Osten, Australien, natürlich finden wir auch immer noch in Amerika sehr viel englischen Einfluss, obwohl sich Amerika ja losgesagt hatte von England, Entschuldigung. Ja, nicht nur losgesagt, ne, sondern hier Bürgerkrieg und nicht Bürgerkrieg, Befreiungskriege und ihr wisst schon. Ja, und Nellys Blick auf die Dinge ist dann halt eben schon so mit auch ein bisschen Hass vermischt. Also ich habe jetzt wirklich überlegt, sage ich sowas wie Frust, Ärger oder irgendwie Abneigung? Nein, nein, ich würde schon Hass. Also ich finde Nelly ist schon, ich glaube, sie war eine sehr emotionale Person, die dann halt eben auch wirklich in extreme Emotionen gegangen ist. Also nicht einfach nur, ja, das finde ich halt blöd, ne? Sondern so, naja, also Hass. Und Elizabeth ist das komplette Gegenteil. Also ja, sie ist Amerikanerin, aber sie ist stolz darauf, dass ihre Familie halt eben aus England stammt. Und sie betrachtet das Empire mit Hochachtung. Ja, also jedes Mal, wenn sie dann halt eben sieht, ich bin jetzt in Hongkong zum Beispiel und ich kann aber, also es ist kein Problem, mich auf Englisch zu verständigen und so weiter und so fort, ne? Dieser englische Einfluss halt eben, wenn sie den sieht, dann ist es nicht so, dass sie Hass hat oder dass sie das irgendwie versucht runterzumachen oder so, sondern das erfüllt sie mit Ehrfurcht. Wir haben also wirklich zwei verschiedene Blickwinkel durch diese Frauen. Aber was ich ganz, ganz großartig finde, ist, dass der Autor uns halt eben auch noch eine dritte Perspektive anbietet. Wir haben also die Perspektive der der weißen, arroganten Menschen, die der Meinung sind, halt eben, sie seien die Krönung der Schöpfung, ist einfach Tatsache, so, ne, das auf alle anderen Menschen herabgeguckt wurde, so. Und ist ja auch heute noch recht beliebt bei vielen Menschen. Und dann kriegen wir aber halt eben auch noch mal die andere Perspektive, nämlich er zeigt uns, wie mit den Menschen umgegangen wurde in den verschiedenen Ländern oder halt eben auch wie mit Einwanderern umgegangen sind, die halt nicht dem ja nicht in die weiße Schablone passen. Ich nenne es mal einfach so. Das heißt also, es gab da zum Beispiel eine Szene auf dem Schiff, da dachte ich, oh, ich weiß auch nicht, was mir da ist. Also mir ist da echt ein bisschen, ne, ich dachte, oh, guck mal, jetzt kriegst du auch Seekrankheit. Es gibt halt eben das Oberdeck, ne, so, und dann gibt es halt eben nochmal die Katakomben. Ja. Also vielleicht der ein oder andere kennt das, ne, von hier, Verfilmung Titanic. Ich hab den Film nicht gesehen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe versucht, diesen Film, und dann, aber das war mir zu viel. Ich habe angefangen, die Leute anzuschreien, das war nicht gut. Ja. Auf jeden Fall, wir haben also das Schiff, ne, und oben so mit Luft und so und Blick nach draußen, da haben wir halt eben die mit der Kohle, ne? So, und dann unten im Schiffsbauch, da haben wir dann so einen großen Raum, manchmal auch zwei Räume, und da kauern und vegetieren halt eben so die vor sich hin, die halt keine Kohle haben. So,
Und zum größten Teil sind das halt eben zum Beispiel, als Nelly übersetzt, zum Festland. Nee, gar nicht wahr. Sie landet ja erst, also als sie dann halt eben nach Europa fliegt, fährt, bietet schief, schwimmt, egal. Haben wir unten sehr viele, also in dem Bauch des Schiffes haben wir halt eben sehr viele Chinesen unter anderem, die halt wieder zurück wollen nach Hause. Und da sind halt Männer, da sind Frauen, da sind ganze Familien, da sind halt eben Kinder mit bei. Und dann gibt es diese Szene, die müssen sich halt eben auch mehr oder weniger selber um ihr Essen kümmern. Das heißt also, unten wird auch noch gekocht, wenn man das so sagen kann oder auch nicht. Also da gibt es halt eben auch keinen irgendwie Zimmerservice oder irgendwie ein Buffet oder sonst irgendwas, sondern ne, die Leute müssen halt eben gucken, dass sie irgendwie selber klarkommen. Und dann stehen halt eben oben auf dem Oberdeck stehen dann so die gut betuchten Passagiere und werfen Münzen oder auch Essen halt eben runter auf das untergelegene Deck, wo sich halt die Kinder tummeln. Also die Kinder aus den Katakomben. Ja, und die finden das halt ganz toll. Also die Kinder freuen sich, weil sie was kriegen. Oben, die oberen Herrschaften, die freuen sich halt eben auch, weil das ist ja total süß, wie die Kinder da so stehen und Männchen machen und so. Und das war schon... sehr abstrakt, nennen wir es so. Also ich habe das so gelesen und ich dachte, okay, das ist irgendwie abstrakt. Also da es floss halt eben auch teilweise so ein bisschen mit ein, so schon auch Mitleid mit diesen armen Kindern, die halt nichts haben. Also da steckt da auch irgendwie so ein bisschen was teilweise von den ein oder anderen Personen etwas Positives hinter. Also man wollte helfen. Aber das Ganze hat, also das war schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ja, wie gesagt, ne, ich hatte das Gefühl, ja, jetzt kriege ich auch Seekrankheit. Weil dieses Bild, was sich da so in meinem Kopf dann auch einfach ausgebreitet hat, war der, wo ich dachte, ja, aber auch wenn ihr es gut meint, ne? Schaut in Ordnung. So, wir wollen helfen. Geht doch runter. Geht doch runter und drückt den Kindern irgendwie einen Kuchen in die Hand. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, diese Szene einfach, ne? Die stehen da oben und werfen so runter und dann. Ja, und so etwas gibt es halt eben öfter. Ich finde das halt eben wirklich von dem Autor gut umgesetzt, weil wir bekommen dann nochmal so diese, nochmal eine andere Perspektive. Ne? Also wir haben diese Perspektive der beiden Frauen und dann aber auch nochmal die Perspektive einfach auf die Realität. Wie war das denn? So, ne? Was steckt denn eigentlich dahinter? Es gibt zum Beispiel auch eine sehr eine Szene, die die Dinge auch wieder so ein bisschen ins rechte Licht rückt. Und zwar befinden wir uns halt in Indien und
Da stehen halt bewaffnete Inder. So, ne? Also jetzt, ich möchte das nicht falsch aussprechen, aber ich glaube, Schick, Sikh, ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall die Bezeichnung für ein Kriegerstamm. So, ne? Und die stehen dort halt eben so als Wachposten. Und ich glaube, es ist Elizabeth. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Elizabeth, die dann sehr beeindruckt ist, dass diese großen, starken Männer von den Engländern besiegt wurden und jetzt halt eben für die Engländer arbeiten und die Engländer schützen. So. Und wir haben halt eben als erstes diese Perspektive von ihr, dieses Beeindrucktsein, die Gedanken, die sie dann halt eben auch dazu zu Papier gebracht hat, ne? Und das Ganze hat halt eben so etwas, ja, wie soll ich sagen, schon fast Mysteriöses, ne? So der kleine, dünne, schmächtige Engländer, der da diese großen, starken, bewaffneten Männer besiegt hat. So, ne? Wie kann das denn sein? Das kann ja nur bedeuten, dass halt eben die Engländer zu Recht dieses Empire aufgebaut haben, weil sie besondere magische Kräfte haben. Also, ne? So. Also das Ganze kommt halt eben so in ihren Gedanken schon so sehr, ja, mysteriös rüber oder halt eben auch einfach dieses, man merkt, wie beeindruckt sie davon ist. So. Und dann, wir haben halt eben diese Sichtweise, diese Szene und diese Gedanken von damals. Und dann rückt der Autor das Ganze aber so ein bisschen ins rechte Licht. Also nicht so, nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel, indem er dann halt eben schreibt: Ja, kein Wunder, dass die Engländer gewonnen haben, weil die hatten einfach ein Maschinengewehr. So. Und dann beschreibt er das, ne? Also er beschreibt dann halt eben kurz, das ist nicht, keine Sorge. Er beschreibt aber halt eben kurz, wo wurden diese Maschinengewehre eingesetzt, wie viele Menschen können die so töten, ne? So. Und du denkst dir, ja, das ist dann, ja, ne? Also dieses, oh, der Engländer als Übermensch war dann so, puff, 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 ne? Aber das finde ich halt eben wirklich richtig, richtig gut an diesem Buch, dass wir diese verschiedenen Perspektiven haben und dadurch halt eben auch verschiedene Einblicke gewinnen können. Einmal ein Einblick in die Menschen damals, in ihre Gedankenwelt und dann aber auch ein neutraler Blick auf diese Dinge, wie sie wirklich waren. So. Und ja, also ein Buch, was mich sehr begeistert hat, schockiert, begeistert, mir sehr viel zum Nachdenken auch gegeben hat, weil, ja, weil ich halt eben einfach festgestellt habe, okay, über 100 Jahre her, 130 Jahre her und doch ganz nah an heute. So. Ja, und jetzt habe ich schon wieder über 20 Minuten gequatscht über dieses Buch. Kein Wunder, dass auch die Rezension etwas länger geworden ist. Und in der Rezension erwähne ich noch andere Dinge, als was ich. Also, es ist Wahnsinn, ne? Ich könnte, glaube ich, mehrere Stunden über dieses Buch reden. Wahnsinn. Ist aber ja auch dick. Also, insofern. So. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut mal in dieses Buch rein. Ich habe jetzt in den Kommentaren, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das Buch so regulär wohl nicht mehr im Handel erhältlich ist. Sollte es euch aber irgendwie über den Weg laufen, ich hatte das halt eben auch vor Weihnachten, gab es das halt eben noch bei Thalia, ich kann es mir nicht merken. Ja, da gab es das noch im Angebot, da lag das halt eben, da haben sie wohl die letzten Exemplare rausgekloppt. Das heißt also, wenn euch das über den Weg läuft, schaut einfach mal rein. Es lohnt sich, einen Blick reinzuwerfen.
Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr es mitnehmt oder nicht. So, dann ging es weiter mit der Junge muss an die frische Luft. Auch dazu gibt es eine Rezension und auch die ist ein wenig länger geworden. Ja, aber ich versuche mich jetzt wirklich kürzer zu halten. In diesem Buch geht es um die Jugendjahre, also um die Kindheit und die Jugendjahre von Hape Kerkeling, ja, der im Ruhrpott groß geworden ist und auf der einen Seite eine tolle Kindheit hatte, eine außergewöhnliche Kindheit mit außergewöhnlichen Menschen, mit sehr starken Menschen, mit sehr eigenwilligen Menschen und auf der anderen Seite sehr viel durchmachen musste als Kind und dann halt eben auch als Jugendlicher. Also ich denke, dass das halt eben sehr lange auch nachgewirkt hat. Das Buch ist amüsant. Es gibt so wundervolle, witzige Stellen. Ich werde euch jetzt nicht. Nee, werde ich nicht. Ich werde euch das jetzt nicht erzählen, weil dann nehme ich euch was weg. Es ist halt immer wieder überraschend. Also es gibt so bestimmte Punkte, ne, wo unser Hape so auch aus seinem kindlichen Ich heraus einfach Dinge tut oder Dinge sagt oder Dinge möchte. Und es ist so grandios, wie manche Erwachsene darauf reagieren. Es ist immer wieder überraschend. Also es gibt doch so die ein oder andere Person, die mich immer wieder überrascht hat, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass sie so reagieren wird. Aber das waren dann halt eben auch wirklich die Momente, wo ich lachen musste, die ich auch einfach gefeiert habe, wo ich dachte, bitte, wie genial ist das? Und so kann man halt eben auch reagieren. Und es ist so, es ist ein Buch voller Liebe. Voller Menschen, die Liebe geben, die Wärme geben, die Stärke geben, die da sind. Und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Menschen um sich zu haben, die einen Halt geben, die einen so akzeptieren, wie man ist. Die einen halt bedingungslos lieben. Und das finde ich großartig. Und auch Geduld haben. Ja, auch Geduld haben. Also, da schreibt Hape Kerkeling halt eben auch, er erwähnt das auch immer wieder an verschiedenen Stellen, dass er halt nicht immer ganz einfach war. Und dass ihm halt eben auch bewusst ist, dass seine Großeltern und dann halt eben auch gerade seine Oma wirklich da was mitgemacht hat, ne? Und dass es halt eben umso beeindruckender ist, wie sie damit umgegangen ist und wie viel Geduld sie einfach hatte. Ja, es ist ein Buch mit überraschenden Charakteren. Es ist ein Buch mit mit erschütternden und sehr traurigen Stellen, aber auch sehr humorvollen Stellen. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass er das einfach erzählt. Hape Kerkeling erzählt von sich, von seiner Kindheit, von seiner Jugend. Er schreibt halt eben auch, dass er manche Dinge vielleicht dann ein bisschen umgeschrieben hat oder ausgeschmückt hat. Aber er hat sich schon versucht, halt eben an
an den Tatsachen, an die, also er hat sich an die Tatsachen gehalten, so, ne? Aber er räumt ein, dass sein Gedächtnis vielleicht an manchen Stellen so im Laufe der Zeit vielleicht das ein oder andere dann ein wenig bisschen verändert hat. Ich gehe mal davon aus, dass er gerade die sehr schlimmen Stellen schon sehr dicht an der Wahrheit sind. Also an der Realität, die er einfach damals erlebt hat. Weil ich glaube, dass das sind so Sachen, die brennen sich halt eben einfach ins Gedächtnis, in die Seele und da wird nicht viel dazu gedichtet. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich mochte auch einfach das, was das Buch mir mitgegeben hat. Und zwar sei du selbst, steh zu dir. Steh zu dir so, wie du bist und steh vor allen Dingen auch für das ein, was du bist. Für deine Emotionen, für deine Überzeugungen, für deine ethischen und moralischen Vorstellungen. Steh dafür ein, sei mutig. Und sei einfach mutig und stehe zu den Dingen, von denen du überzeugt bist. Und das fand ich großartig. Diese Aussage war, wie soll ich das jetzt sagen? Ich muss das Ganze mal ein bisschen anders drehen. So, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich würde sogar sagen, ich bezweifle, dass diese Aussage, die ich für mich aus dem Buch halt eben gezogen habe, bei jedem dieselbe ist. Das glaube ich nicht. Sondern das war etwas, was mich sehr angesprochen hat, sehr angesprungen hat in diesem Buch. Und halt auch noch ein paar andere Dinge, die die etwas in mir berührt haben und bei mir halt eben auch viele Gedanken ausgelöst haben. Ich glaube aber nicht, dass das bei jedem so sein wird. Sondern ich glaube, dass für manche das Buch einfach eine berührende Geschichte ist. Oder halt eben eine interessante Geschichte, eine spannende Geschichte, einfach ein Blick, wie auch ein Leben sein kann oder wie eine Jugend sein kann, oder vielleicht für den einen oder anderen steht dieses Familiäre, diese Wärme im Vordergrund, vielleicht kommt da eher eine Botschaft rüber. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber ich glaube halt eben, dass das, was für mich in diesem Buch drin war, nicht unbedingt für jeden dasselbe ist. So, war jetzt kompliziert, ne? Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Wie gesagt, also im Grunde ist es ein 5-Sterne-Buch. Wenn ich halt eben 5,1 Sterne hätte geben können für das Hörbuch, was ich danach nämlich gehört habe. Und zwar war ich dann so drin, also wir haben halt, ich habe das Buch gelesen und auch mit in das Hörbuch reingehört, weil ich halt ziemlich schnell meine bessere Hälfte
davon überzeugt hatte, dass er das Hörbuch hören möchte. Ja, das war wieder diese Nummer mit, hör mal, pass auf, ich muss dir da jetzt mal unbedingt was vorlesen. Und diesmal, es reichten zwei Stellen, was soll ich sagen? Und er so, gibt's da auch was von Ratiofarben? Da habe ich gesagt, ja. So, ne? Also gibt's da auch was von Audible? Ja, gibt es. So. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann zwischendurch halt eben auch immer mit ins Hörbuch reingehört. Und ich war halt sehr begeistert davon, dass das Hörbuch dann auch noch von Hub Kerkeling gesprochen wird. Das ist natürlich klasse. So. Und als ich das Buch durch hatte, habe ich gemerkt, okay, ich brauche mehr, ne? Und habe mir dann halt, ich bin dann mal weg, geholt als Hörbuch und vorgelesen von Hub und Kerkeling halt, ne? Großartig. Und ich hätte es nicht erwartet. Nein, anders. Ich habe es nicht erwartet. So, ich habe es nicht erwartet. Sonst hätte ich das Buch auch schon viel früher zur Hand genommen oder halt eben das Hörbuch gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Hörbuch, das Buch, ich bin dann mal weg, so gut gefallen würde. Ja, so. Vor ein paar Jahren hatten wir den Film gesehen, also die Verfilmung, ich bin dann mal weg. Und die Verfilmung hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte keine Erwartungen. Nein, eigentlich, ich hatte die Erwartung, dass es nicht gut ist. Also, dass der Film nicht gut ist. So. Und ich bin positiv überrascht worden. Und ich dachte, Mensch, der war doch ganz gut. Und da war es dann auch so, dass ich dachte, naja, vielleicht möchte ich doch das Buch mal lesen. Aber mit Büchern ist das ja auch immer so eine Sache. Habe ich jetzt auch erst wieder gemerkt, ne? Manchmal muss man halt eben abwarten, dass die richtige Zeit kommt, um ein Buch zu lesen. So. Oder zu hören. Und jetzt war halt wohl die Zeit und halt eben auch der Drang da, ich bin da mal weg zu hören. Und was soll ich sagen? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das schon mal vorweg. Und es hat mir halt eben noch so ein kleines bisschen, so ein ganz winziges bisschen besser gefallen als Der Junge muss an die frische Luft. So. Gleichzeitig ist dadurch aber der Film, den ich vorher ganz gut fand, ein bisschen abgeschmiert, weil ich wirklich schade finde, dass sich der Film nicht mehr ans Buch gehalten hat. Ich verstehe das. Filme funktionieren anders als Bücher. Und mir ist schon klar, warum bestimmte Elemente in den Film eingefügt wurden, warum bestimmte Dinge extra aufgeblasen wurden oder warum man halt eben dort einen Fokus drauf gesetzt hat und daraus eine Geschichte konstruiert hat, anstatt halt bei dem Buch zu bleiben. Ich verstehe das. Ich kann es nachvollziehen. Vom Verstand her, von der Logik her kann ich das nachvollziehen, aber einfach vom Herzen her, vom Gefühl her und von mir, also das, was mir besser gefallen hätte, wäre halt eben wirklich gewesen, wenn dieser Film sich stärker am Buch orientiert hätte oder stärker am, nicht orientiert, sondern stärker am, ans Buch gehalten hätte. Und man vielleicht anstatt einen Spielfilm eher so eine Art Dokumentation daraus gemacht hätte. Ich finde auch jetzt halt eben im Vergleich unnötig, dass man mit bestimmten Elementen in dem Film extra Tragik hervorrufen wollte.
Und diese Elemente dann halt eben, diesen Elementen halt eben besonders viel Raum gegeben hat. Denn in dem Buch, ich bin da mal weg, geht es halt eben darum, dass Hape Kerkeling sich, nachdem es ihm gesundheitlich nicht so gut ging, auf den Weg nach Santiago de Compostela gemacht hat. Also er ist den Jakobsweg gelaufen von Frankreich halt nach Spanien. Und auf diesem Weg begegnen ihm Menschen, er erlebt Dinge, er hört Dinge. Und auch hier wieder, wie in Der Junge muss an die frische Luft, erzählt er einfach diese Geschichte. Er erzählt sie. Und ich habe halt eben nicht das Gefühl, dass er versucht, extra Traurigkeit zu erzeugen oder halt eben extra einen Witz einbaut, damit man darüber lachen kann, sondern er erzählt einfach eine Geschichte. Er erzählt seine Geschichte und diese Geschichte ist berührend, sie regt zum Nachdenken an. Sie ist sehr ehrlich, was mir unglaublich gut gefallen hat. Es gibt eine Szene in dem Buch, da geschieht etwas. Und dann schreibt er halt eben, oder ich habe ja das Hörbuch gehört, dann sagt er halt eben auch, es war scheiße von mir, dass ich da nicht gehandelt habe. Es war falsch. So. Und ich hätte das und das tun sollen und ich habe es nicht getan und das war einfach falsch. Und er geht an diesem Punkt auch wirklich, er ist halt einfach ehrlich und er sagt, ich habe das war falsch von mir. So. Und das gibt es halt eben an verschiedenen Stellen. Aber es gibt halt eben so eine Szene, wo das sehr prägnant ist, sehr, also diese Szene war halt eben auch so, dass ich dachte, nee, nee, ne, ey, das kannst du jetzt nicht machen, so, oder beziehungsweise das kannst du jetzt nicht nicht machen, so. Und dann kommt halt eben, dass er sich selber, also dass er dann dazu steht und sagt, es war falsch, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich dachte, wow, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da käme jetzt ein Aber, also ich habe das nicht gemacht, weil und das ist ja auch und nein, keine Ausreden, keine Erklärungen suchen, keine Rechtfertigung, sondern einfach. Das war nicht richtig von mir. Das war falsch. Und da kann ich nur sagen, Respekt. Das, wie gesagt, ne, also da habe ich nicht mit gerechnet. Und deswegen habe ich halt eben dieses Gefühl, dass das Buch sehr ehrlich ist. Es erzählt diese Geschichte und es lässt auch. Oder beziehungsweise Hape Kerkeling überlässt es uns, dem Leser, was wir in diese Geschichte hineininterpretieren oder was wir für uns herausziehen aus der Geschichte. Er trifft zum Beispiel auf eine Person, die sehr ungewöhnlich ist, sagen wir es mal so. Und es bleibt jetzt uns als Leser überlassen, was wir daraus machen. Ist diese Person geschickt worden von Gott, von der göttlichen Macht, vom Universum? War diese Person vielleicht selber ein übernatürliches Wesen? Oder war diese Person einfach irre und wollte Ärger machen? So, und
kommt es vielleicht auf unsere Einstellung drauf an, wie wir mit diesen Situationen umgehen oder was wir dann halt eben auch für uns vielleicht aus diesen Situationen lernen. So, das bleibt offen. Das, er gibt uns das nicht vor. Er sagt nicht, ja, da ist ein Wunder passiert. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, ja, nee, kann ich jetzt. Also es gibt eine Stelle. Diese Stelle wird aber nicht näher beschrieben, weil er einfach auch sagt, das kann ich gar nicht beschreiben. Und es ist zu persönlich. So. Und das fand ich gut. Ich fand einfach gut, wie er mit diesem Thema umgeht, auch mit dem Thema Religion, wie er damit umgeht, dass er einen Glauben hat, aber auch wie es ist, zu zweifeln oder vom Glauben abzufallen, wie es ist, wenn man auf Menschen trifft, die sehr gläubig sind oder die eigentlich gar nicht gläubig sind. Und also halt eben auch diese, auch wieder ein Punkt, diese Vielfalt an Begegnungen. Ja, jetzt war, glaube ich, wieder ein Schnitt drin. So, ich rede ja auch schon wieder lange. Und das war spannend. Es war spannend. Er bietet uns halt eben in dieser Geschichte sehr viele unterschiedliche Personen, sehr viele unterschiedliche Situationen und Interpretationsmöglichkeiten an. So. Und jetzt möchte ich noch mal kurz zu dem Film zurückkommen. Ich finde, in dieser Geschichte oder in, ja, in der Geschichte, die er uns erzählt, sind so viele Momente drin, die anrühren, die schockieren und die wütend machen, dass man sie hätte nicht in dem Film jetzt irgendwie künstlich aufblasen müssen. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Also vor allen Dingen gab es zwei Situationen, da war ich sehr, also da ist mir wirklich so die Luft so ein bisschen weggegangen. Ne? Und ich dachte mir, warum? Warum haben sie dann halt eben nicht das einfach für den Film übernommen? Also das wäre doch schockierend genug gewesen. Aber naja, gut, okay, das so, das, also deswegen, umso weiter ich bei dem Hörbuch kam, umso mehr bröckelte so der Film für mich. Ja. Ich kann das Hörbuch nur empfehlen. Natürlich auch das Buch. Kann ich nur empfehlen. Hört doch einfach mal rein. Also auch bei Audible kann man halt eben reinhören. Ne? Da gibt es eine Hörprobe. Oder wenn ihr das Buch in die Hand nehmt, dann lest doch mal rein. Guckt, ob es euch gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß, wenn es euch gefällt. Viel Spaß beim Lesen. So, nach so viel aufgewühlten Gefühlen und Gedanken brauchte ich, wie könnte es anders sein, ein Agatha Christie. Und ja, es ist diese Disco-Kugel-Ausgabe. Ich finde die so geil. Das ist der Hammer. Als Kind habe ich total auch, ich weiß noch, ich hatte irgendwie so ein, ja, es ist ein bisschen kühl, ne? Es ist voll Aprilwetter. Vor ein paar Tagen bin ich noch hier, irgendwie habe ich mich noch geschält, entkleidet, ja, und jetzt muss ich mir hier wieder Schal umlegen, weil frisch. So, naja, auf jeden Fall geht es gar nicht darum, sondern es geht um Aufkleber, genau.
Ich weiß noch, ich hatte als Kind mal so einen Aufkleber. Ich glaube, da war Donald Duck drauf oder so. Und der war halt eben im Hintergrund, war das auch so dieses Glitzer-Dingsi. Und ich habe den Aufkleber geliebt. Ja, ich weiß auch nicht, was da bei mir falsch gepolt ist, aber ich stehe total auf dieses Glitzer-Dingsi. Find ich super. Wenn ich lange drauf gucke, kriege ich Augenschmerzen, aber trotzdem stehe ich drauf. Egal. Um welchen Band handelt es sich? Es geht um Ruhe und Sanft. Und ich werfe hier gerade mit Staub um mich. Genau, es geht um Ruhe und Sanft. Und wie man hier erkennen kann, meine geliebte Margaret Rutherford als Miss Marple. Das ist ein Miss Marple-Roman. Ja, ich hatte mal wieder Bock auf Miss Marple. Und ja, ich lese ich euch das hinten vor. Nein. Aber zumindest habe ich den Namen jetzt dann wieder. Okay, also, es beginnt mit einer jungen Dame, die frisch verheiratet ist und eigentlich in Neuseeland lebt oder lebte. Ja, sie und ihr Mann haben sich jetzt aber entschlossen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren, das heißt also nach England. Und ihr Mann hat aber noch andere Dinge zu erledigen, der kommt nach und sie ist jetzt halt allein in England an der Südküste. Und in einem kleinen Ort, kleinen Örtchen, und schaut sich da halt eben nach Häusern um. Und sie findet auch ziemlich schnell etwas, was ihr sofort zusagt. Und durch Verhandlungsgeschick kann sie das Haus dann auch recht flott und sogar noch ein bisschen günstiger erwerben. So. Und sie ist so, sie fühlt sich direkt zu Hause. Ne? Also dieses Haus hat sie von außen angesprochen und von innen, aber es muss so ein bisschen was gemacht werden. Ne? Ist schon ein bisschen älter das Haus und da muss ein bisschen was gemacht werden. Man möchte ja das Ganze auch ein bisschen auf ja, modern trimmen, ne, der Zeit angepasst und so. Und es geht los mit den Bauarbeiten. So, und während dieser Bauarbeiten passieren seltsame Dinge. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Die anderen Dinge müsst ihr dann selber finden. Sie schaut halt so raus in den Garten und denkt sich, Mensch, also großer Garten, ne? Und dann gibt es halt eben eine Terrasse und dann geht Weg runter halt eben in den Garten und in die verschiedenen Bereiche. Und sie schaut so und denkt sich, also eigentlich ist das unlogisch, dass da der Weg ist, von der Terrasse halt eben in den Garten. Es wäre doch viel besser, wenn der Weg dort wäre. Also gibt sie dem Gärtner halt eben dann den Auftrag, hör mal, pass mal auf, leg mal den Weg da an. Und der Gärtner beginnt dann mit seiner Arbeit und kommt dann wieder zu ihr und sagt, Mist, sie hat da echt ein gutes Auge, weil da war nämlich früher wohl schon mal ein Weg. Genau dort, wo sie jetzt ihren Weg haben möchten. Und sie denkt sich, ja, ist auch logisch. So. Es geschehen dann aber immer wieder so Merkwürdigkeiten. Und diese Merkwürdigkeiten bringen sie dann sogar ja so an den Rand ihres Verstandes. Das heißt also, sie kommt irgendwann an den Punkt, wo sie wirklich zweifelt, ob denn alle Teetassen noch so richtig im Regal stehen. Aber zum Glück ist sie beziehungsweise ihr Mann, ne? Also man kennt sich ja irgendwie immer so über 100.000 Ecken, egal. Auf jeden Fall ist ihr Mann befreundet oder bekannt mit dem Neffen von Miss Marple. Ja, und um ein bisschen die Tassen neu zu sortieren,
fährt sie dann halt eben zu dem Neffen von Miss Marple. Und dort lernt sie halt dann auch zufälligerweise Miss Marple kennen. So, und Miss Marple nimmt sich dann der jungen Dame an. So viel dazu. Ja, mehr möchte ich nicht verraten. Großartig. Also Ruhe unsanft. Ich kannte schon die Verfilmung. Die Verfilmung ist sehr gut. Beide Verfilmungen sind sehr gut. Aber das Buch ist noch mal ein Ticken besser. Und es ist der typische Agatha Christie Humor mit drin. Ja, also so unterschwellige kleine Watschen, die da ab und zu mal so verteilt werden. Es ist spannend. Rätselhaft, sehr rätselhaft. Und diesmal hat es sogar auch, also in manchen Agatha Christie Romanen kommt auch immer noch so eine Spur was Mystisches mit rein, also was Unheimliches, nicht Mystisches, sondern, Entschuldigung, sondern etwas Unheimliches. Also wir hatten ja zum Beispiel auch schon bei Hercule Poirot, dass dann eine Seance gehalten wurde oder dass ja, dass halt vermutet wurde, dass vielleicht Geister so mit etwas mit zu tun haben. Und ja, ich bin jetzt gerade in Stocken geraten, weil mir ein paar Dinge durch den Kopf gegangen sind, die ich aber, glaube ich, gar nicht sagen darf, weil ansonsten würde ich zu viel verraten. Deswegen so, ne? Also bei dem einen oder anderen Agatha Christie kommt halt eben auch immer mal so ein bisschen was Unheimliches mit durch. Und das haben wir hier halt eben auch. Wir haben hier so eine Spur, so ein Hauch von etwas Mysteriösem, etwas Unheimlichen. Und die Charaktere sind großartig. Es ist wieder ein schöner Querschnitt an Personen, an Charaktere und auch ein interessanter und tiefer Blick auf die Menschen und ihre Motivation. Und ja, der Kriminalfall ist halt eben auch richtig klasse. Ich kann jetzt halt eben nichts dazu sagen, ob man schnell drauf kommt oder nicht, was, wie, warum geschehen ist. Das weiß ich nicht, weil ich ja den Film schon gesehen habe, ne? So, also ich wusste, was da los ist. So, ja, deswegen kann ich da jetzt nicht so genau sagen, ob man sehr schnell den Fall lösen kann oder nicht. Aber ich würde fast behaupten wollen, eher nicht. Ja, 5 Sterne. 5 Sterne und direkt in meine Sammlung meiner allerliebsten Agatha Christie Romane eingegangen. So, dann habe ich, womit mache ich denn weiter? Ja, okay. Ich mache hiermit weiter. Auch das 5 Sterne. Ja, auch das 5 Sterne. Ich, was soll ich sagen? Und zwar handelt es sich um den Band 1 Gespensterkrimi. Zur Spannung noch die Gänsehaut. Und zwar das Tor zum Jenseits. So. Und an der Stelle nochmal ganz lieben Dank, lieber Ingo, dass du mir den ersten Teil geschenkt hast. Großartig, weil der war auch großartig. Ja, ich habe den 4. Teil erst bekommen. Ja, die anderen sind mir durch die Lappen gegangen. Aber ich habe dann den 1. und den
zweiten Teil geschenkt bekommen. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil das war halt echt gut. Also erstmal schön, dass ich halt mit dem ersten Teil in dieser Serie einsteigen konnte, um halt eben so einen Eindruck zu bekommen. Und dann halt eben auch der Inhalt war cool. Ja. Ich werde doch ein extra Video über den, ja nicht über den nur, sondern auch noch, also ich habe ja noch zwei andere. Und ich werde dann nochmal ein extra Video drehen über die Gespensterkrimis, wo ich dann auch nochmal ein bisschen wieder drauf eingehe, wann sind die im Original erschienen und so weiter und so fort. Ne? Also es wird noch ein extra Video dazu geben, deswegen versuche ich mich jetzt mal wirklich kurz zu halten. Auch der 5 Sterne von mir bekommen, weil er mich überrascht hat. Er hat mich wirklich überrascht. Er war spannend. Unheimlich, aber auch wirklich überraschend. Also da waren jetzt so Elemente drin. Also es gab zum Beispiel ein Element, nein, vielleicht erzähle ich erstmal, um was es geht. Fangen wir damit an. So, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen. Wie könnte es anders sein? Bud heißt er. So. Der liebe Bud hat eine neue Stelle bekommen, beziehungsweise er ist jetzt gerade auf dem Weg, seine neue Stelle anzutreten als Sekretär eines Hotelbesitzers. Und ja, die Nacht ist stürmisch und unheimlich und düster und man möchte eigentlich gar nicht auf der Straße sein bei dem Wetter und er eigentlich auch nicht. Aber was Mut dann Mut, ne? So. Und jetzt zerrt er da halt eben so lang durch die Karpaten. Nein, es ist in England. So, ne? Aber er fährt da halt eben so durch über Land und überhaupt. Und plötzlich sieht er am Straßenrand eine Gestalt, eine Frau stehen. Und er denkt sich, was macht die im strömenden Regen da mitten an? Also warum und überhaupt? Fährt dann aber erstmal weiter, weil er halt eben, nee, gar nicht wahr, er hält relativ schnell, genau, so, er hält relativ schnell, so wie es ihm dann halt eben möglich ist, ne, weil, also wie gesagt, ne, es regnet junge Hunde und Katzen, so, und dann schaut er, aber die Frau ist weg, so. Was soll er jetzt machen, ne? Nun, er fährt dann halt eben weiter, also er schaut halt eben nach der Frau, aber die ist verschwunden und dann fährt er halt eben weiter zu dem Hotel, macht sich aber die ganze Zeit halt eben Sorgen und Vorwürfe, wäre ich vielleicht nochmal nach da gelaufen oder in die andere Richtung, vielleicht hätte ich sie gesehen, und, aber ja, so, ne? Die Frau war halt weg. Dann kommt er in diesem Hotel an und wird schon sehr freundlich begrüßt von dem Butler. Man merkt schon, da stimmt was nicht in diesen Gemäuern. So. Naja, am nächsten Tag trifft er dann auf die Gäste des Hotels. Also ein paar Gäste sind da. Und ist sehr erstaunt, als er plötzlich die junge Frau sieht, die da in strömenden Regen am Straßenrand stand und die da plötzlich verschwunden war. Er ist sehr, sehr überrascht, freut sich natürlich, dass es ihr gut geht und versucht dann auch, sie darauf anzusprechen. Was war denn da los? Warum sind sie denn da im strömenden Regen durch die Gegend gelaufen? Brauchen sie Hilfe, ist alles in Ordnung. Und die behauptet, das wäre gar nicht der Fall gewesen. Also sie sagt, nein, ich war da, bitte, ich war das nicht. Ja, und ab diesem Punkt wird es seltsam. So. Die Geschichte ist spannend, ist
gruselig an manchen Stellen. Aber was mir halt eben wirklich richtig gut gefallen hat, war, dass sie einfallsreich ist. Sie ist wirklich einfallsreich. Es kommen zwei Elemente vor, die wirklich mal überraschend waren. Und die drei. Es kommen drei Elemente vor, die wirklich überraschend waren und die auch, ja, wo ich mir einfach gedacht habe, ach guck mal, so geht's auch. Ne? So kann man es auch machen. Und das fand ich wirklich, ich fand es erfrischend. Ich hatte meinen Spaß beim Lesen. Ich bin richtig gut unterhalten worden. Und ich fand, es war ein wirklich ausgesprochen guter Gespensterkrimi. Ein ausgesprochen gutes Gruselheft. Also, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich werde auf die Serie noch weiter oder näher eingehen, wenn ich halt eben dann auch noch die anderen gelesen habe. Ja, und dann kommen wir zum letzten Buch. Zudem werde ich wahrscheinlich auch noch mal eine extra Rezension drehen. Gehe ich mal von aus, weil wenn ich das jetzt so, also wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. So, und das könnte etwas länger dauern. Um was geht es? Ja, ich war so ein bisschen auf so einem Trip, ne? Also erst der Junge muss an die frische Luft, dann ich bin dann mal weg und dann dachte ich mir, also ich habe das auch einer Freundin dann halt gesagt, dass ich mit dem Buch jetzt noch anfange und dann sagt sie, oh, das jetzt auch noch? Und ich so, ja. Ich weiß, bin gerade in merkwürdiger Stimmung. Wovon rede ich? Ich rede von Ich und die Menschen. Von Matt Haig. Ja, also ich war auf einem merkwürdigen Trip und habe mir dann auch noch mal, also, ne, hat mir dann auch noch Ich und die Menschen gegeben. Und das Buch hat mich. Teilweise echt fertig gemacht. Um was geht es? Dieses Buch wird aus der Ich-Perspektive erzählt und es ist sehr interessant, wer dieser Ich ist. Dieser Ich ist nämlich ein Außerirdischer. Ja, wir haben es mit einem Außerirdischen zu tun, der aber so aussieht wie ein Mensch, und zwar wie ein ganz bestimmter Mensch, nämlich wie Professor Martin. Ja, da ich weiß nicht. Andrew Martin, so rum war es, genau. Also, dieser Außerirdische sieht aus wie Professor Andrew Martin. Und das hat auch einen Grund, weil Professor Andrew Martin hat nämlich die Riemannsche Formel entschlüsselt und das ist nicht gut. Ist nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Die Außerirdischen haben das halt eben beobachtet. Und ihnen war dann klar, ja, das geht nicht. Wenn die Menschen in der Mathematik weiter ja, vorankommen, dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass sie einen weiteren technologischen Fortschritt machen, also einen großen Fortschritt machen, und einen Schritt. Zum Beispiel auch ins Weltall und da sich diese Außerirdischen einig sind, dass die Menschen einfach zu gefährlich sind für sowas, also ne, so für Fort, das geht nicht. Also weil das Problem, was die Außerirdischen sehr gut erkannt haben, ist halt eben, dass der Mensch
geistig und emotional und ethisch und moralisch immer dem technischen Fortschritt hinterherhinkt. So. Und weil sie das erkannt haben, die Außerirdischen, haben sie gesagt, das geht nicht. Die Menschen dürfen nicht diesen Schritt in der technischen Entwicklung machen, weil sie einfach psychisch, seelisch nicht reif genug dafür sind. Das bringt nur Katastrophen und Probleme und vielleicht möglicherweise dann auch irgendwann für uns, also für die Außerirdischen. Ob wir uns jetzt selber vernichten, ist denen ziemlich peng. Aber sie würden gerne sich und das Universum schützen. So. Und deswegen muss halt verhindert werden, dass die Lösung dieser Formel, dieses mathematischen Problems an die Öffentlichkeit gelangt. So, und aus diesem Grund, ich überlege gerade, kann ich euch das schon sagen? Ja, kommt direkt auf der ersten Seite vor. Dann kann ich euch das sagen. Also, der Außerirdische, der Ich-Erzähler, hat jetzt halt eben die Gestalt angenommen von Professor Andrew Martin. Und Professor Andrew Martin ist halt schon ausgeschaltet worden. So. Vorher hat man noch die nötigen Informationen aus ihm herausgeholt. Jetzt nicht irgendwie brutal oder so, sondern schnell und schmerzlos. Und dann hat man ihn aber, der war zu gefährlich. So. Und mit diesem Wissen über die Gefährlichkeit der Menschen wird dieser Außerirdische jetzt halt eben auf die Erde geschickt und es soll alles und jeder, der halt mit Professor Andrew Martin und seiner Entdeckung Kontakt hatte, ausgeschaltet werden. Also es ist ganz, der Auftrag ist ganz klar, vernichte alle Beweise und wenn es sich um Menschen handelt, die diese Beweise in sich tragen, dann werden auch die vernichtet. So. Und das ist so die Rahmenhandlung, das ist unser roter Faden. Das ist unser roter Faden, um den es geht. Aber natürlich ist das nicht das Einzige, um das es geht, sondern es geht vielmehr um die Sicht des Ich-Erzählers, des Außerirdischen auf die Menschen, auf ihr Verhalten, auf ihre Gewohnheiten, auf ihre Widersprüche, aber auch auf die Welt allgemein, also auf die Natur, auf Erdnussbutter. Und das ist interessant, dadurch, dass der Autor sich entschieden hat, diese Perspektive eines Außerirdischen einzunehmen. Also uns den Blick eines Fremden auf uns zu ermöglichen, bekommen wir menschlichen Leser halt eben die Chance, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und manche Dinge neu zu entdecken, manche Dinge in manchen Dingen den Unsinn oder den Wahnsinn zu entdecken. Schreckliches und aber auch Großartiges zu sehen. Und das war halt eben sehr, das war ein, also für mich war das echt eine Achterbahnfahrt, weil ich war ganz bei dem Außerirdischen
Also das heißt, ich hatte das Gefühl, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe das Buch gelesen und ich hatte das Gefühl, verstanden zu sein. Also ich hatte wirklich das Gefühl, da schreibt jemand Gedanken und Gefühle auf, die auch meine Gedanken und Gefühle sind oder waren. So. Und deswegen ich fühlte mich direkt mit dem Protagonisten, mit unserem Ich-Erzähler verbunden. Ja, bis auf eine Sache. Ja, also bis auf die Sache mit der Nase. Ich stehe auf Nasen. Ja, also ich finde Nasen unglaublich schön. So, ja. Also da konnte ich jetzt nicht, also da habe ich mich nicht verstanden gefühlt mit. So. Aber ansonsten war ich halt eben sehr bei dem Protagonisten einfach. Und das, obwohl ich ja jemand bin, der jetzt nicht unbedingt also mir ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt wirklich eine Verbindung zu dem Protagonisten habe oder nicht. Also es kommt immer auf das Buch drauf an. Manchmal steht für mich halt eben einfach die Geschichte im Vordergrund. Dann fühle ich mich mit der Geschichte verbunden oder das Buch unterhält mich einfach gut, die Geschichte unterhält mich gut oder vielleicht ist es ein Nebencharakter, der mich total anspricht, den ich einfach liebe oder der ja für den mein Herz schlägt dann, ne? So. Also ich habe halt eben nicht diese Vorgabe für mich selber, dass mir die Hauptcharaktere, die Protagonisten, weiblich, männlich, ne, dass mir die halt zusagen müssen oder dass ich mich halt eben mit denen verbunden fühlen muss oder dass ich sie unbedingt verstehen muss. Das ist für mich nicht ausschlaggebend, ob ich das Buch gut finde, ob mich das Buch anspricht, ob mich das Buch gut unterhält. Hier war es jetzt halt eben wirklich so, dass ich mich mit dem außerirdischen Ich-Erzähler verbunden gefühlt habe. Und ich halt seine Gedanken sehr gut nachvollziehen konnte. Auch die außerirdischen Gedanken. Also ja, die Gedanken, die kritischen Gedanken, den kritischen Blick auf die Menschen und was die Menschen so anstellen und auch die Schlussfolgerungen. Das war halt, also für mich war unglaublich viel Logisches in dem Buch und halt emotional Berührendes. So. Was ich natürlich auch ganz großartig fand, war der Hund. Also man sieht das hier auch, hier der Hund. Ich finde übrigens, ich muss mal kurz über das Cover reden. Ja, wir reden jetzt über das Cover. Ich finde, das ist ein unglaublich gut gelungenes, gestaltetes Cover, in dem auch wirklich mal Überlegung drin steckt, weil es was zu tun hat mit dem Buch. Also natürlich, wir haben hier, ne, den Himmel, den Mond. Ja, es gibt auch so ein paar Überlegungen über den Mond, das war auch sehr schön. Wir haben hier halt eben die Sterne, so, und dann haben wir hier die Person, ich würde sagen, das ist unser Ich-Erzähler, und dann haben wir den Hund der Familie Martin. Der Hund ist. Der Hund ist sehr weise. Der Hund ist sehr, sehr weise. Aber was halt eben auch sehr speziell ist, er hat einen Regenschirm. Warum hat er einen Regenschirm? Nur um zu demonstrieren, dass er Engländer ist? Nein.
dieser Regenschirm hat auch eine Bedeutung. Und zwar eine wichtige Bedeutung, finde ich schon. Ja, eine wichtige Bedeutung. Und das finde ich mal richtig toll. Also mir ist das halt eben auch erst im Laufe des Lesens bewusst geworden, dass dieses Cover wirklich richtig gut gestaltet ist. Und dass derjenige, der das Cover entweder in Auftrag gegeben hat oder der es halt eben gestaltet hat, das Buch vorher auch wirklich gelesen hat. Und das finde ich großartig. Was ich natürlich auch mag, ist, die Schrift ist halt gestanzt, auch hier, die Person ist gestanzt, der Hund, oh, naja. Aber es soll ja mehr um den Inhalt gehen. Ich hatte ein bisschen Schiss, das Buch zu lesen. Freundin von mir hat das Buch halt schon gelesen und hatte es mir auch empfohlen, aber ich dachte so, ich weiß nicht, also ich hatte die Befürchtung, dass es halt es gibt so Bücher, die sind meiner Meinung nach extra so aufgebaut, dass sie halt eben Emotionen hervorrufen wollen. Vielleicht kann ich das so mit Musik besser erklären. Wir hatten zum Beispiel damals in der Schule, da gab es zwei Mädchen, die haben sich dann auch zum Beispiel, wir hatten hinten so eine Ecke, wo man in der Pause sitzen konnte, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die haben sich dann zum Beispiel da auch hingesetzt und haben dann traurige Musik angemacht, ne, so Balladen, so hier Toni Braxton zum Beispiel oder so, ne? Und haben dann sich diese traurige Musik angehört und geheult. Also die haben dann auch da zusammen gesessen und geheult mit dieser traurigen Musik. Und sie haben halt eben diese traurige Musik noch genutzt, um ihre Emotionen halt eben zu verstärken, damit sie überhaupt richtig heulen konnten. Also das heißt, die eine kam an und sagte, oh, ich habe Liebeskummer. Und die andere sagte, oh komm, reden wir drüber. Und dann haben sich beide dahingesetzt, die Musik angemacht. Oh, Musik, traurig, traurig, alle am Flennen. So. Und ich habe halt eben das Gefühl, dass es auch Bücher gibt, also ich habe nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, es gibt halt eben Bücher, die auch darauf abzielen, den Leser zum Heulen zu bringen. Ne? Also das ist so, die sind dann absichtlich traurig und man kann sich so richtig da drin, also die ziehen einen so richtig runter, ne? So und wollen einen halt eben dann auch wirklich zum Heulen bringen. Das bilde ich mir nicht ein, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern also zum Beispiel Love Story gibt es ja den Film, ne, gibt es aber auch das Buch so. Und das Buch ist zum Beispiel so aufgebaut worden, also sowohl im Film als auch Buch, sind danach zusammengeschraubt worden. Also das ist nicht die Muse hat mich geküsst und ich habe das geschrieben, so, sondern es ist mit Bedacht vorgegangen worden. Und das Buch wurde dann halt eben zusammengebaut und es wurden extra Elemente verwendet, um bestimmte Reaktionen zu erzeugen, um dann auch einen Bestseller draus zu machen. So. Und das findet man halt häufig, ist klar. Ne? Also es gibt Filme, die so aufgebaut sind, Musik, die so aufgebaut ist oder halt eben auch Bücher, die so aufgebaut sind. Und ich hatte vorher halt eben noch nichts von Matt Haig gelesen und ich hatte die Befürchtung, dass das so ein Buch ist. Ich hatte die Befürchtung, dass es sich halt eben um ein extra traurig konstruiertes Buch handelt, das den Leser zum Heulen bringen soll. So. Ich sag mal so, für Menschen, die emotional so ein bisschen einen stärkeren Panzer haben, ne? Ist das kein Problem, solche konstruierten Bücher zu lesen.
Also die sich absichtlich runterziehen wollen, die dich absichtlich traurig machen wollen. So, ne? Aber für Menschen wie mich, ja, die halt eben auch schon, also die sensibler auf bestimmte Dinge reagieren, auf bestimmte Szenen, die halt eben, wie zum Beispiel bei Ich bin dann mal weg, ja, denen eine kurz beschriebene Szene reicht, um zu weinen, um emotional betroffen zu sein. Oder denen halt eben ein Satz, eine kurze Darstellung reicht, um sich Gedanken über etwas zu machen. Für die ist es schwieriger, bei so Büchern, die dich halt eben absichtlich runterziehen wollen, wieder rauszukommen. Also das ist, deswegen meide ich solche Bücher, weil entweder sie machen mich aggressiv, weil ich halt eben denke, weil ich dieses Konstruierte nicht mag und dann werde ich aggressiv, weil ich dann halt eben das Gefühl habe, es werden gerade aus mir Emotionen herausgepresst auf so eine künstliche Art und Weise. Ne? Also ich empfinde das dann halt eben als so, ja, ich mag das halt nicht. Ne? Oder es würde mich da halt eben so runterziehen, dass ich echt Probleme hätte, aus diesem Jammertal wieder rauszukommen. So, ne? Deswegen meide ich solche Bücher. Das weiß ich von mir, deswegen meide ich solche Bücher. Das ist dann halt nicht meine Baustelle. Und ich hatte echt Schiss, dass das auch so ist. Dann lag das Buch aber in der Kruschkiste. Und ich habe das Buch aufgeschlagen, weil es mir trotzdem immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Also das, was halt meine Freundin auch erzählt hat, ist mir immer wieder so durch den Kopf gegangen. Und sie sagte, selbst wenn man das Buch nicht lesen möchte, aber großartig sind die, 100? Die 97 Ratschläge für einen Menschen. Sie sagte, selbst wenn man das Buch nicht lesen möchte, aber diese Ratschläge sind einfach richtig gut. Und die sollte man sich vielleicht durchlesen. Und die Ratschläge sind auch gut. So, jetzt dachte ich, ich habe das Buch halt zur Hand genommen und ich dachte mir, ja, ich gucke mal nach den Ratschlägen. Und da war ich halt eben der Meinung, bestimmt stehen die hinten drin. Ne? Ich dachte, das wäre so, die Ratschläge wären als Anhang beigefügt, sind sie aber nicht. So. Und ich habe dann halt eben hinten das Buch aufgeschlagen, also von hinten geblättert und habe die Ratschläge nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, war eine Nachbemerkung und ein paar Danksagungen. So. Und dann habe ich halt eben diese Nachbemerkung gelesen, habe einfach mal angefangen zu lesen und habe so den ersten Abschnitt halt staunend betrachtet. Der Autor beschreibt halt oder berichtet von seiner Motivation, berichtet, warum dieses Buch entstanden ist, wie es entstanden ist und welchen Sinn er selber in dieses Buch hineingegeben hat. Also für wen er das Buch geschrieben hat. Und das Nachwort habe ich halt eben dann gelesen und dann war so, okay, ich nehme das Buch mit. Da hatte mich das Buch im Grunde genommen schon. Und ich hatte aber immer noch Schiss, ja, weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja nicht, ob ich da nicht die ganze Zeit flennen werde. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe nicht die ganze Zeit geflennt. Die eine oder andere Träne kam dann. Nicht die ganze Zeit. So. Es war
Es ist ein großartiges Buch, das mich. Verstanden hat. Ich wollte gerade sagen, dass mich berührt hat, aber es hat mich verstanden. Das ist ein Buch, das mich verstanden hat. Und ich kann eigentlich nur sagen, schaut in das Buch rein, hört in das Buch rein, gibt es auch als Hörbuch. Es ist ungewöhnlich. Ich mag den Humor. Es ist sehr humorvoll, aber wir haben es hier wirklich mit englischem Humor zu tun. Also dieser Humor ist so, den kann man manchmal vielleicht sogar auch übersehen. Und manchmal ist es vielleicht auch gar kein Humor, sondern es ist einfach eine Darstellung der Realität. Ja, und, oh ja. Und was ich auch noch sagen muss, nee, kann ich nicht. Ach, verdammt. Dann nehme ich euch was weg. Ja, auf jeden Fall, es gibt dann halt eben auch noch so ein anderes Element. Das fand ich großartig, das habe ich echt gefeiert. Und wenn ihr das Buch lest, merkt euch Folgendes. Ich wäre auch für so eine Fahne. So. So viel dazu, das soll es gewesen sein. Ach so, noch eine Sache. Wenn ihr zu dem Buch greift und wenn ihr euch dafür entscheidet, das Buch zu lesen, dann tut mir einen Gefallen und lest auch hinten diese Nachbemerkung. Ich weiß, dass das nicht jeder macht. Ich weiß, dass manche die Danksagungen und auch das Nachwort halt eben weglassen. Aber in diesem Fall lege ich euch ans Herz, lest bitte das Nachwort. Ja, und das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein für heute. Hey, 1,5 Stunden. Wie könnte es auch anders sein? Verrückt. Jedes Mal denke ich mir, heute schaffst du das aber schneller. Ganz bestimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ich ja schon zu 2 Büchern eine Rezension gemacht habe. Aber du gut, egal. So, ich werde mir jetzt erstmal die Stimme ölen gehen. Das heißt, ich brauche noch dringend einen Kaffee. Hietzengatter schläft. So, und dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche mit ganz großartigen 5-Sterne-Büchern. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.